Ihr Kind hat einen offenen Rücken. Das kann für Schwangere eine richtige Schockdiagnose sein. Was lässt sich da machen? Kann man das behandeln? Bleiben Behinderungen, Beeinträchtigungen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, der Sendung von Asklepios. Um alles über den offenen Rücken zu erfahren, interviewe ich heute Frau Professor Messing-Jünger. Sie ist Chefärztin der Neurochirurgie in der Asklepios Kinderklinik St. Augustin. Frau Professor Messing-Jünger, was versteht man unter einem offenen Rücken? Ja, das dachte ich mir, dass Sie das jetzt fragen. Und insofern habe ich hier mal dieses Modell mitgebracht. Spina bifida heißt eigentlich Spaltwirbel. Und was bedeutet das, wenn hier der hintere Teil eines Wirbels nicht angelegt ist oder einen mehr oder weniger großen Spalt aufweist? Das ist eigentlich die Bezeichnung für Spina bifida. Aber es gibt zwei Formen. Es gibt zum einen die Form, wo also nicht nur der Wirbel gespalten ist, sondern alle anderen Strukturen, also Muskeln, Haut, die darüber liegen würden, die sind gleich mit gespalten, nicht wirklich angelegt. Und das bedeutet bei der offenen Spina bifida, dass wir dann tatsächlich hier das Nervengewebe, was auch fehlgebildet ist, oben nach außen verlagert haben und somit an der Oberfläche haben. Es gibt noch andere Formen, das sind die sogenannten geschlossenen Formen. Da haben wir dann nur diese Spaltbildung hier im Bereich des Knochens. Aber die anderen Schichten sind mehr oder weniger, insbesondere die Haut, gut angelegt. Das bedeutet, dass dann das Rückenmark ja quasi direkt an der Oberfläche ist und damit auch gefährdet ist, oder? Es ist so, dass bei dieser Fehlbildung das Rückenmark gar nicht richtig in diesen entsprechenden Bereichen, wo diese Spaltbildung ist, nicht richtig angelegt ist. Und das hat auch zur Folge, dass nicht nur das Rückenmark, sondern auch die davon abgehenden Nerven, diese sogenannten Spinalnerven, auch nicht richtig funktionieren. Wie kommt es dazu? Das ist eine Störung, die schon ganz früh am Ende des ersten Schwangerschaftsmonats im Prinzip auftritt. Und diese Phase nennt man Organogenese, also das ist die Organentstehungsphase in der frühen Embryonalzeit. Und für die sogenannte Neuralrohrbildung, die eben für Rückenmark, aber auch für Gehirn und für die Wirbelsäulenentstehung zuständige Phase nennt man Neurulation, also Neuralrohrbildung. Und wenn zu diesem Zeitpunkt eine Störung auftritt in der Schwangerschaft, dann kommen diese Fehlbildungen zum Tragen. Kann man das also schon in der Schwangerschaft diagnostizieren? Ja, das geschieht auch fast bei allen offenen Spina bifida Formen im Rahmen des großen Organchecks. Der große Organcheck, der findet typischerweise so in der 21. bis 24. Schwangerschaftswoche statt. Und mit den heutigen sehr gut ausgeprägten oder sehr gut entwickelten Ultraschalluntersuchungen können Sie eigentlich, ich würde sagen, 8 von 10 dieser Störungen sehr gut feststellen. Geht das auch bei der Form, wo nur der Wirbel von dem Spalt betroffen ist? Diese geschlossenen Formen, die werden ganz selten einmal diagnostiziert. Aber die meisten davon erst nachgeburtlich oder sogar erst im weiteren Leben dann, wenn entsprechende neurologische Auffälligkeiten auftreten. Das heißt, das kann ein Neugeborenes haben und man weiß es dann gar nicht. Ja, aber man muss unterscheiden, diese geschlossenen Formen, die sind mit weitaus weniger Fehlbildungen und Beeinträchtigungen vergesellschaftet jetzt im Vergleich zu den offenen Formen. Die offene Spina bifida ist eine der schwersten Fehlbildungen, die überlebt werden. Welche Folgen hat das für die betroffenen Kinder? Die Folgen sind sehr vielgestaltig. Also zum einen kommt es eben durch diese Fehlbildung am Rückenmark zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Querschnittssymptomatik. Aber das ist nicht das Einzige. Eine weitere sehr wichtige Beeinträchtigung
besteht eben in der Entwicklung eines Wasserkopfes, eines Hydrocephalus, der direkt Ursache eigentlich dieses offenen Rückens ist, weil Hirnwasser während der Schwangerschaft permanent austreten kann. Und dann kommt es zu einem Tieferrutschen von Hirnanteilen in den Wirbelkanal. Man nennt das Chiari-Fehlbildung. Und das geht einher eben mit einer dann Wasseransammlung im Gehirn, die dann auch in 4 von 5 Fällen behandelt werden muss. Und es gibt noch weitere Störungen. Durch diese neurologischen Ausfälle kommt es dann auch zu orthopädischen Fehlbildungen, Klumpfüße, Hüftdysplasien und im weiteren Leben auch nicht selten Wirbelsäulenverkrümmungen. Und, das haben alle Kinder mit Spina bifida, eine gestörte Blasen-Mastdarmentleerung, eben durch die Fehlbildung am Rückenmark. Und da besteht immer die große Gefahr einer Inkontinenz. Und all diese unterschiedlichen Organmanifestationen müssen alle behandelt und auch zeitlebens kontrolliert werden. Das bedeutet, diese Einschränkungen, sind die vorübergehend oder sind die dauerhaft? Leider handelt es sich hierbei um dauerhafte Einschränkungen. Allerdings muss man sagen, dass die durchaus variieren können. Also nicht jeder Spina bifida-Patient hat ein Vollbild all dieser Dinge, die ich gerade geschildert habe. Es ist schon so, dass wir zum Beispiel hier in unserem eigenen Patientengut mal nachgeschaut haben an 50 aufeinanderfolgenden Fällen, die wir nachgeburtlich hier behandelt haben. Wie ist das Outcome nach 5 oder 10 Jahren? Und wir konnten sehen, dass ungefähr 1/3 der Patienten frei laufen kann, mit geringen Einschränkungen und auch wenig orthopädischen Problemen. Ein weiteres Drittel kann sich so auf häuslichem Niveau eigentlich mit Hilfsmitteln fortbewegen, benötigt aber für weitere Distanzen oder zum Beispiel beim Schulsport oder beim Freizeitsport einen Rollstuhl. Und nur 1/3 ist vollständig auf den Rollstuhl angewiesen. Kann man Spina bifida heilen? Die eigentliche offene Spina bifida kann nicht geheilt werden, weil es sich hierbei um eine Fehlbildung des Rückenmarks und auch der Nervenstrukturen handelt. Und da haben wir noch keine Lösung gefunden. Was wir natürlich machen können und müssen, ist das Ganze zu verschließen, zu rekonstruieren, damit möglichst wenig Folgeschäden kommen. Und natürlich können wir auch die nachfolgenden Fehlbildungen, die wir eben gerade schon besprochen haben, operativ angehen. Aber die eigentliche Ursache des fehlgebildeten Rückenmarks, die können wir im Moment noch nicht mit irgendeiner Therapie beantworten. Wie häufig ist die Spina bifida in Deutschland oder in anderen Ländern? Also man muss davon ausgehen, dass ungefähr ein Fall auf 1000 Schwangerschaften hierzulande auftritt. Die Zahlen sind nicht ganz einfach zu bekommen, weil natürlich viele dieser Kinder gar nicht erst geboren werden. Da gibt es unterschiedliche Statistiken, aber es gibt eine große europäische Studie, die für alle europäischen Länder in etwa das Gleiche ergibt. Also knapp ein Fall auf 1000, das macht ungefähr 5000 neue Fälle von Spina bifida theoretisch in Europa. Und wenn man jetzt zum Beispiel außereuropäisch schaut, dann ist der afrikanische Kontinent der, der am häufigsten betroffen ist, mit ungefähr 1,3 auf 1000 Geburten im Schnitt. Allerdings gibt es da regional sehr, sehr große Unterschiede. Also beispielsweise in Algerien ist die höchste Rate mit über 40 Fällen auf 10.000, also es wären jetzt 4 Fälle auf 1000 Geburten beschrieben, aber auch in Ostafrika kann die Rate 3-mal so hoch sein wie hier. Und wenn man dann noch überlegt, dass dort eine sehr hohe Geburtenrate ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass Spina bifida dort ein Alltagsproblem ist. Wie kommt es zu diesen Unterschieden? Ja, also die Ursache, die zu dieser Fehlbildung führt, ist noch nicht ganz untersucht. Man geht davon aus, dass verschiedene Einflüsse da zum Tragen kommen, also genetische Störungen, aber auch umwelt- und ernährungsbedingte Einflüsse. Und was man auch sehr gut hat untersuchen können, ist, dass gewisse Erkrankungen der Mutter oder auch Medikamenteneinnahmen hier eine Rolle spielen.
Und ein ganz entscheidender Faktor, und das ist auch der, der am besten untersucht wurde, ist eben die Folsäurezufuhr einer Frau im gebärfähigen Alter. Also wenn man einen hohen Folsäurespiegel hat als empfängnisbereite Frau, dann kann man davon ausgehen, dass eine offene Spina bifida etwa zu 60-70% verhindert werden kann. Und das führt eigentlich auch dazu, dass man allen jungen Frauen dazu rät, dass sie pro Tag ungefähr 400 bis maximal 800 Mikrogramm Folsäure als Tablette zu sich nimmt, wenn man eine Risikokonstellation hat, also sprich, wenn es in der Familie der Mutter oder des Vaters schon eine Spina bifida gibt oder schon Kinder in der Familie vorliegen, dann muss man eine deutlich höhere Dosis, etwa 5 Milligramm pro Tag, wählen. Ist das bei Frauen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, nochmal besonders? Weil Folsäure, ist das nicht auch eher in tierischen Lebensmitteln? Nein, das ist Gott sei Dank in vielen Lebensmitteln, die gesund sind, vorhanden. Also beispielsweise grünes Blattgemüse hat einen sehr hohen Anteil an Folsäure. Aber auch Hülsenfrüchte zum Beispiel. Also man kann sich auch durchaus als Veganer oder vegetarisch ernährender Mensch dort richtig ernähren. Aber ja, Milchprodukte haben auch einen relativ hohen Anteil an Folsäure, sodass das nicht unbedingt ein großes Problem sein sollte. Die Ernährung ist dann ja das Einzige, mit dem Frauen selbst was zur Vorbeugung tun können, oder? Ja, also es gibt natürlich auch noch besondere Erkrankungen, die möglicherweise mit dem Stoffwechsel, der die Folsäure dann im Körper verarbeiten soll, irgendwie zu Störungen führen kann, weil dort ein Defekt ist. Da forscht man noch dran, ob gewisse genetische Voraussetzungen da eine Rolle spielen, aber da ist man noch nicht so weit. Aber in erster Linie ist tatsächlich eine gute Ernährungsgrundlage hier auch eine positive Voraussetzung. Jetzt zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Hier in St. Augustin haben Sie ja eine kinderneurochirurgische Abteilung, was ja relativ selten gibt. Was behandeln Sie denn da am häufigsten? Ich nehme an, die Spina bifida ist es eher nicht, oder? Kommt drauf an. Die offene, die ist nach wie vor natürlich limitiert. Also seit vielen Jahren stagniert diese Rate, die wir eben besprochen haben. Also wir sehen im Jahr ungefähr 10 Fälle, das ist viel. Hierzulande, also wenn ich in Afrika humanitär unterwegs bin, dann mache ich 3 am Tag. Das ist dann ein ganz anderes Bild als hier. Aber die geschlossenen Formen, die sind relativ häufig und wir sehen die auch ganz oft. Also so, dass wir pro Woche mindestens einen Fall einer geschlossenen Spina bifida operativ hier sehen. Und daneben an anderen Erkrankungen? Ja, wir sind spezialisiert auf kindliche Hirntumoren. Kindliche Hirntumoren sind ja die häufigste solide Tumorart im Kindesalter. Dann machen wir auch sehr, sehr häufig Schädeldeformitäten hier, also diese sogenannten Kraniosynostosen. Dann natürlich alle Formen des Hydrocephalus. Das ist so die Hauptdiagnose im Kindesalter, also auch alltäglich auf dem OP-Plan. Aber was es bei uns auch gibt als Spezialität, sind eben sogenannte funktionelle Eingriffe, also zum Beispiel im Rahmen von Zerebralparesen zur Minimierung der Spastik oder eben auch also sehr elektiv Epilepsiechirurgie. Also eigentlich das ganze Spektrum. Vielen Dank, Frau Professor Messing-Jünger. Vielen Dank, Herr Dr. Schell. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die gerne in die Kommentarspalte schreiben. Bleibt gesund.